Heute machen wir DIY-Geschenke, also wir basteln Geschenke und zwar aus Stoffresten. Ich hatte hier noch einiges übrig an allen möglichen lustig gemusterten Stoffen und ich dachte, es ist Zeit, die mal schön zu verwerten. Aus Stoffen kann man super schöne Sachen machen, die super wertige Ideen sind auch dabei, die man super schön verschenken kann. Und die meisten davon muss man noch nicht mal nähen. Ich bin Linda, ich bastel und werkel auf diesem Kanal. Wenn euch das Thema interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir beginnen mit einem Notizbuch. Ich finde, ein Notizbuch ist ein super schönes Geschenk, was jeder jederzeit gebrauchen kann fürs Büro, als Bullet Journal, für die Haushaltsausgaben. Und wenn man das persönlich und wertig gestaltet, kann es ein super schönes Do-it-yourself-Geschenk sein. Mit Stoff eingebunden sieht so ein Notizbuch super schön aus und das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe jetzt hier so ein kleines A5 oder so, oder nee, ich glaube, es ist sogar A6 dann. Und so einen schönen, dunklen, etwas dickeren Stoff noch. Ich beginne damit, dass ich mein Notizbuch mit doppelseitigem Klebeband beklebe. Ich beklebe einfach Vorderseite, Rückseite, Buchrücken und die Innenseiten ein bisschen, sodass ich es dann einfach nur noch abziehen muss. Was es noch zu beachten gibt, ist, ich habe das mal gemacht mit einfarbigem Samt. Sah wunderschön aus, aber jedes Mal, wenn ich das Buch in die Hand genommen habe, habe ich es oben, unten, rechts, links, also immer verdreht. Man weiß nicht, wo oben und unten ist. Und darum mache ich mir diesmal einmal ein gemustertes Buch, also einen gemusterten Stoff. Und ich mache mir noch so ein Satinbändchen einfach mit rein, was sowieso super praktisch ist und was man super gut machen kann, wenn man mit diesem doppelseitigen Klebeband arbeitet, dass man es einfach so mit drunter versteckt und was einem natürlich auch anzeigt, wo oben und unten ist. Das ist sowieso auch eine super schöne Idee, wenn man zum Beispiel sich gerade im Sticken probiert. Da kann man irgendwie einen schönen Schriftzug aufsticken, macht das um das Buch und da weiß man natürlich dann auch super, wo oben und unten ist. Und man hat die Stickarbeit super schön verwertet und kann sie wunderschön verschenken und auch einfach praktisch verschenken. Ich beginne damit, dass ich mir die doppelseitigen Klebebänder auf der einen Seite abziehe und das Buch auf dem Stoff positioniere und gut festdrücke. Und dann gehe ich praktisch einmal am Buchrücken entlang, ziehe den hinteren Teil ab und klebe das einmal schön drumherum, drücke das einmal gut fest, auch an den Kanten. Um das jetzt nach innen zu klappen, schneiden wir die Ecken ab. Ich habe erst einmal so diagonal rüber geschnitten, das ist wahrscheinlich schon besser, wenn es ein bisschen überlappt, also sieht schöner aus innen und habe dann so ein bisschen kleinere Dreiecke, also kleinere Ecken an den Ecken reingeschnitten. Da ist es bei mir ein bisschen knapp ausgefallen an den Ecken, also doch mit ein bisschen mehr Abstand vorbeischneiden würde ich empfehlen. Also wirklich, dass so ein Millimeter, anderthalb Millimeter noch Platz ist zur Buchecke, dass es sich schön überlappt. Bei mir ist es ein bisschen knapp geworden. Ich habe ein paar überlappende Stoffecken, da habe ich jetzt meine Reste vom doppelseitigen Klebeband genommen und die noch ein bisschen fixiert. Was man natürlich auch machen kann, je nachdem was man auch für eine Innenseitefarbe hat und wie sauber das Ganze dann ausgefallen ist, dass man noch ein Stückchen Pappe auf der Innenseite mit reinklebt, um das Ganze wirklich ganz ordentlich abzuschließen. Ich schneide jetzt noch die Dreieckchen oben raus, die entstanden sind am Buchrücken. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Für das zweite DIY verwenden wir so einen ganz schönen, leichten Blumenstoff. Und ich finde es super schön für den Frühling jetzt. Ich habe mir nämlich, ich glaube, vor einem halben, dreiviertel Jahr so ganz weiße Sneakers gekauft. Und seit ich sie habe, überlege ich schon, was ich damit machen kann, ob man sie irgendwie verzieren kann oder draufmalen kann. Und jetzt habe ich gedacht, eine super schöne Idee ist, sich Schnürsenkel zu nähen. Den Blumenstoff habe ich mal für Haarbänder verwendet und darum habe ich auch noch so ein ganz langes Stückchen übrig. Man kann das natürlich auch aus anderen Stoffresten zusammensetzen. Ich habe das Glück, ich habe so ein ganz langes und darum schneide ich mir jetzt hier auch einfach zwei ganz lange Streifen zu. Ich nehme dafür 4 cm. Ich denke, das gibt ein ganz gutes, nicht zu schmales und nicht zu dicke, nicht zu schmales und nicht zu breites Schnürsenkelchen am Ende. Die Enden vorne
und hinten bügele ich mir um, einfach, dass sie ordentlich abschließen am Ende und dann einfach praktisch in meinem Schnürsenkelschlauch so ein bisschen schöner verschwinden. Ich arbeite wieder mit Stoffkleber. Man kann das natürlich mit der Nähmaschine machen, aber ich denke, alle, die ihre Nähmaschine da haben und damit regelmäßig arbeiten, wissen, dass sie da jetzt einfach einmal gerade drüber nähen. Und für alle anderen ist die Option mit dem Stoffkleber natürlich super, weil man muss die Nähmaschine nicht rausholen oder man hat vielleicht gar keine und kann das auch so super schön umsetzen. Dann dabei darauf achten, dass man die schöne Seite jetzt nach oben legt und auf der schönen Seite mit dem Kleber drüber geht, damit man die am Ende nach außen gestülpt hat. Damit ich das besser umstülpen kann, gehe ich mit einer Sicherheitsnadel rein und ziehe die innen durch den Strumpf durch. Damit ich die Schnürsenkel, die sind jetzt eigentlich schon fertig, einfädeln kann, habe ich gedacht, das mache ich jetzt nicht so doof, dass ich da mit Klebeband rumgehe. Und dann habe ich es durch die Löcher durchgebracht. Darum habe ich dann versucht, ganz ordentlich so Schnürsenkel-Teserbandenden zu schaffen. Und am Ende habe ich festgestellt, am besten funktioniert es, wenn man es so richtig schäbig drum wickelt, dass sich so eine kleine Spitze bildet. Dadurch lässt sich super gut durchfädeln. Und dann kann man ja das Teserband am Ende wieder abmachen, weil es ist sowieso angenehmer im Schuh, wenn man einfach nur das kleine flache Ende hat. Also zumindest, wenn man die Schnürsenkel in den Schuh reinsteckt. Und eigentlich, ehrlich gesagt, auch wenn man eine schöne Schleife knotet, dann sieht es auch schöner aus, wenn die einfach so schön endet. Die Schnürsenkel habe ich auf zwei verschiedene Arten eingefädelt, weil ich beim ersten Mal dachte, jetzt kann ich keine Schleife binden, dann habe ich so nochmal probiert. Man kann sie natürlich auch so überkreuzend einfädeln. Ich finde jetzt meine zweite Version, also dass ich sie praktisch unten drunter kreuze, sie aber trotzdem oben drüber liegen, sehr schön. Und ich finde auch dieses linke Schnürsenkel sehr schön geworden mit den dunkleren Farben, die heben sich sehr schön ab. Also mir gefallen meine Frühlingsschuhe, ich finde es super süß geworden. Das nächste DIY wird wieder modern. Es kommt alles wieder. Man hätte es kaum gedacht. Und zwar machen wir ein Zopfband, also ein Stoffhaargummi. Schon ziemlich retro, ne? Die waren mal modern, als ich ganz klein war. Und dann waren sie sehr, sehr lange nicht modern. Jetzt habe ich aber so einen Samtstoff übrig und dachte, ich probiere es mal, weil damit kann ich es mir tatsächlich ganz schön vorstellen. Ich habe jetzt wieder die praktische Version gewählt. Ich nehme einfach ein Haargummi und mache das drumherum. Also man kann natürlich auch ein Gummiband, wenn man eins da hat, einnähen. Ich schneide mir einfach einen breiten Streifen zu. Ich habe mal so ein bisschen grob abgemessen, dass ich ungefähr die doppelte Länge des Haargummis haben möchte, damit sich das wirklich so schön drumherum rüscht. Ich habe mir 6 cm Breite gewählt und die Länge eben zweimal die Länge des Haargummis einfach so drum rüber gerollt ungefähr. Das kann man im Zweifelsfall immer noch ein bisschen kürzen, aber das hat am Ende eigentlich ganz gut so gepasst. Dann nähe ich das um den Haargummi drum rum, also ich lege die Samtseite, die ich am Ende außen haben will, um den Haargummi und nähe das einfach fest. Ich habe einfach einen ganz normalen Rückstich gewählt und das damit kurz mit der Hand genäht. Ich hatte auch mit Samt mal mit Stoffkleber rumprobiert und das hat relativ schlecht gehalten. Dadurch, dass das ja so plüschig ist, ging das nicht so gut. Darum nähe ich es jetzt hier einfach mit der Hand. Wie immer gilt, ich habe jetzt ein weißes Garn genommen, weil ich denke, das sieht man auf den Videos dann gut, was ich mache. Natürlich würde sich ein schwarzes oder ein dunkelgrünes in dem Fall besser anbieten. Jetzt muss man den Haargummi am Haargummi umstülpen, wenn man fertig ist. Ich habe gedacht, ich mache das wieder mit einer Sicherheitsnadel. Die hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Also dadurch, dass das ja jetzt nicht so filigran ist, kann man das auch einfach irgendwie mit den Fingern so durchschubbern, wie man das nennt. Das ging relativ gut, das einfach einmal drüber zu stülpen und auch das Ganze am Ende zu vernähen. Ich bin einfach mit so ein paar Stichen kreuz und quer drüber gegangen, dass man es möglichst wenig sieht. Das hat ganz gut funktioniert. Es geht ja nur darum, dass es praktisch nicht aufrutscht, wenn man es dann an den Haaren hat. Also ich finde meinen Samt-Scrunchie ist eine schöne Option, das mal auszuprobieren. Es sieht sehr hübsch aus, sehr wertig, einfach auch durch das Samt. Und ich werde berichten auf Instagram, ob ich es tatsächlich verwende oder wann ich mich wieder daran gewöhnt habe, dass es tatsächlich wieder modern geworden ist. So Stoff
Haargummis zu tragen. Sieht's gut aus? Was auch eine super schöne Idee ist für Stoffbrüste, sind Haarbänder. Ich habe schon mehrere mit diesem schönen Kreuzung oben drin gemacht. Ich habe dazu ein separates Video gemacht, das verlinke ich euch. Darin ist nochmal in aller Ausführlichkeit erklärt, wie man diese Stoffbahnen übereinander legt. Also im Endeffekt macht man so Stoffwürstchen wie mit den Schnürsenkeln, nur ein bisschen größer. Die Stoffstücke dafür sind 20x60 cm. Legt die dann über Kreuz und näht sie hinten zusammen, fixiert sie mit einem Haargummi und hat dann eigentlich schon das Haarband. Jetzt machen wir noch ein super kleines süßes Mitbringselchen, also einen kleinen Schlüsselanhänger im Endeffekt, aber einen praktischen, in dem man so ein bisschen Notgroschen verstauen kann. Dafür brauchen wir einen etwas dickeren Stoff. Ich habe hier noch so eine Art silbernes Kunstleder übrig. Und jetzt, ich male mir das Schnittmuster auf. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte nur kein Geodreieck da, das heißt, ich habe ein bisschen gerechnet. Und zwar sind das gleichseitige Dreiecke, die aneinander gesetzt werden und dann übereinander geklappt. Ich habe jetzt eine Grunddreiecksform von 5 cm gewählt und brauche jetzt eigentlich nur die Höhe, um mir ein gleichseitiges Dreieck aufzuzeichnen. Die errechnet sich mit Wurzel 3 mal 2,5, also die Grundseite durch 2. Logischerweise habe ich mir das im Kopf so überschlagen, das sind 4,33. Kann man aber auch einfach online eingeben und findet dann die richtige Höhe, beziehungsweise ist es mit einem Geodreieck natürlich auch easy gemacht. Easy einfach angezeichnet und an dieses Dreieck zeichne ich mir 3 weitere Dreiecke an. Dadurch habe ich dann am Ende praktisch ein Dreieck und an jeder Dreieckseite sitzt nochmal ein Dreieck drauf, was dann nach innen geklappt wird. Was wir dafür brauchen, dass das alles miteinander fixiert wird, ist eine Schraubniete. Die gibt es online und ich finde sie super cool, gerade für solche Sachen, weil man dadurch eben ganz einfach so kleine Täschchen konstruieren kann. Und wir zeichnen uns das einmal an, welche an den äußeren beiden Dreiecken, wo die Schraubniete praktisch fixiert wird, und dann am oberen Dreieck, wo sie drüber gestülpt wird. Ich habe eine Lochschere, um mir hier die Löcher reinzumachen. Das kann man aber auch einfach mit einer Schere so ein bisschen Löchlein reinmachen, das sieht man am Ende nicht, beziehungsweise das obere einfach mit einer kleinen Nagelschere oder so reinbobbeln. Weil ich das Ganze als Schlüsselanhänger nutzen möchte, mache ich mir an der Ecke noch ein Loch rein, um einen Schlüsselanhänger, einen Schlüsselring dran zu befestigen. Und dann hat man das wirklich so als super kleines Notgroschen-Schlüsselanhänger-Dingsel. Steffen sagt, man sollte die Parkplatzgebühren davon zahlen oder man kann die Parkplatzgebühren davon zahlen. Das letzte Bier könnte man davon finanzieren, auch wenn man auf dem Trocknen sitzt. Notgroschen halt. Wenn euch die Ideen mit Stoffresten gefallen haben oder ihr noch weitere Ideen habt oder Lust habt, dass wir noch andere Ideen miteinander umsetzen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, da würde ich mich über euer Feedback freuen. Und ansonsten sehen wir uns hier nächste Woche wieder.